Leute, es wird Zeit für eine neue Folge Film News und starten wir mit den Oscars, denn gestern wurden die Nominierungen für die 89. Oscarverleihung bekannt gegeben, die am 26. Februar in Los Angeles im Dolby Theater stattfindet. Als besondere Überraschung holte La La Land sage und schreibe 14 Nominierungen und zieht damit mit dem Allzeitrekorden von Titanic und Alles über Eva gleich. Dass der Film dabei beste Chancen haben wird, viele Preise zu gewinnen, zeigt schon der Rekord von 7 Golden Globes, die er bereits abräumen konnte. Aber es gibt auch starke Konkurrenz, denn Arrival und Moonlight konnten sich jeweils über 8 Nominierungen freuen, genauso wie Manchester by the Sea und Hacksaw Ridge ordentlich mitmischen. Auch Deutschland kann sich freuen, denn Toni Erdmann hat es geschafft, in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film nominiert zu werden. Nachdem Rogue One erst kürzlich beim weltweiten Einspielergebnis die magische Grenze von 1 Milliarde US-Dollar geknackt hat, wurde seitens Lucasfilm am Montag der offizielle Titel zu Star Wars Episode 8 bekannt gegeben und lautet The Last Jedi und somit dann wahrscheinlich in der deutschen Version Der letzte Jedi. Was sagt ihr zu dem Titel und was glaubt ihr, gibt er für einen Aufschluss über die Handlung des Films? Rund um den Horrorfilm Rings bemüht man sich um gruselige Promotion und wie so oft bei Horrorfilmen wurde ein Video gedreht, bei dem Nichtsahnende erschreckt werden. In diesem Fall steigt Samara in einem Elektromarkt direkt aus dem Fernseher, um Leute zu schocken. Aber seht selbst. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Adrian. Oh mein Gott! Wer das ganze Video sehen will, findet den Link in der Infobox und auch in Deutschland greift man zu ungewöhnlichen Werbemitteln. So wurde ich beispielsweise von anonymer Nummer angerufen, um mir dann bloß ins Ohr flüstern zu lassen, noch 7 Tage. Merkwürdig und skurril. Berichtenswertes gibt es auch rund um Terminator, denn nachdem der 5. Teil der Reihe weltweit an den Kinos nicht wirklich gut lief, war eigentlich eher die Vermutung, dass die Reihe nicht mehr fortgesetzt wird, aber anscheinend nun doch. Und der große Meister James Cameron will diesen sogar betreuen, während Deadpool-Regisseur Tim Miller angeblich Regie führen soll. Unter der Konstellation könnte man dem Franchise vielleicht auch wieder zu alter Stärke verhelfen. Apropos alte Stärke, die restaurierte Version von Terminator 2 in 3D soll im Rahmen der diesjährigen Berlinale prämiert werden und auch einen Rerun in den Kinos soll er bekommen. Die Planungen zu Hellboy 3 laufen wieder an. Nach Teil 1 aus dem Jahr 2004 und Teil 2 von 2008 ist es ja sehr ruhig um einen möglichen dritten Teil geworden und das, obwohl Fans sich diesen sehr wünschen. Vergangene Woche hat dann Regisseur Guillermo del Toro dazu aufgerufen, bei Twitter abzustimmen, ob die Leute eine Fortsetzung wirklich wollen. Und wenn diese Abstimmung innerhalb von 24 Stunden 100.000 Votes bekommen würde, würde er ein Treffen zwischen Hauptdarsteller Ron Perlman und Schöpfer Mike Mignola arrangieren. Die Abstimmung bekam 133.000 Votes und Del Toro hält Wort. Was sagt ihr denn? Lust auf Hellboy 3? Die Videospielverfilmung zu The Division mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle bekommt mit Steven Gaggen einen Oscar-Preisträger als Regisseur und Drehbuchautor. Ein Promo-Video zu Pitch Perfect 3 zeigt die Tanzprobe am ersten Tag zu den Arbeiten vom Film und altbekannte Gesichter beim Einstudieren verschiedener Choreografien. Und Logan hat nun offiziell das R-Rating in den USA erhalten. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Film News. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.